Einen wunderschönen guten Tag, Freunde chinesischer Kopfhörerkunst. Ich habe heute wieder ein paar Kopfhörer von Pamu für euch und das sind echt ein paar crazy Teile. Pamu Explorer heißen die Kopfhörer. Das sind echt ein paar crazy Teile. Das sind keine Kopfhörer für unterwegs, das sind eher welche für zu Hause am Computer. Also natürlich trotzdem mit Bluetooth-Unterstützung. Aber die haben zum Beispiel kein ANC, sind, schwer zu sagen, aus mittleren Preisbereich, es kommt darauf an, was man halt nur teuer oder günstig versteht. Die gibt es im Moment nur bei Padmate, also direkt bei Pamu. Also der Laden heißt, glaube ich, Padmate Pamu. Oder die Serie heißt Pamu. Eigentlich heißen sie Xiamen Padmate Technology Co. Limited und kommen natürlich aus China. Ach, die sitzen in, passt auf die Adresse, Innovation Mansion, Nummer 1300. Jim Ye Avenue, Xiamen, ist auch egal. $199 kosten die direkt bei Pamu. Das ist padmate-tech.com, versendet natürlich weltweit. Bei Amazon, bei eBay gibt es die nicht oder noch nicht. Die sind, glaube ich, ziemlich neu. Es gibt auch eine andere Version, die heißt Pamu Karaoke. Ist eben gar nicht mein Ding. Deshalb habe ich Pamu Explorer. Die sehen sich ziemlich ähnlich, aber die Karaoke, die kommt noch mit einem detachable, also ansteckbaren Mikrofon daher. Zu dem internen Mikrofon. Da ist natürlich wieder Mikrofon verbaut. Ist ja auch für Smartphone, kann man telefonieren. Ansonsten kommt es natürlich noch kabelgebunden mit dem Computer verbinden. Ja, man kann es natürlich auch mit dem Computer ebenfalls wireless verbinden, wenn ihr Bluetooth-Unterstützung am Computer habt. Schön. $199 allerdings, das war aber letztes Mal, glaube ich, noch nicht. Da ist jetzt ein Code XDXP und da kann man $100 sparen. Also kurz gesagt, die kosten aktuell im Pamu eigenen Store im Moment $100. Verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung den Code auch, aber den gibt es so oder so auf der Angebotsseite direkt. Aber $100 ist für die echt nicht schlecht. Ich habe die ja logischerweise schon ein bisschen ausgetestet, hier nicht unvorbereitet in so einen Test. Erstmal sind das ganz schöne Brummer, das ist echt hardcore, auch mit übelster Beleuchtung, jetzt können wir gleich, die sehen total crazy aus. Und unterstützen Bluetooth 5, so ist okay. 40mm Dynamic Speaker, wird der ein oder andere was mit anfangen können. Codec aptX HD, USB Typ C zum Laden auch schon unterstützt. Karaoke-Funktion haben wir dann halt bei den Karaoke, die kosten $19 mehr. Auf den Angebot ist beides zur Verfügung. 3,5mm, wie gesagt, Kabel gebunden wird auch unterstützt. AAC wird unterstützt, SBC kenne ich nicht, aber SBC wird auch unterstützt. And other codecs to deliver phenomenal audio quality. aptX selber wird natürlich auch unterstützt. Ach, hier steht ja free shipping over $90 per order. Okay, also Versandkosten entfallen. Pamu Karaoke sind schon ein bisschen anders, ihr habt eine andere Laufzeit zum Beispiel. Verlinke ich euch eh, wir gehen jetzt nur auf Pamu Explorer ein. Hier wird eine Batterielaufzeit von 27 Stunden angegeben, das ist schon ziemlich heftig. Als Audio-Chip haben wir den Qualcomm QC-C3034. Könnt ihr nachrecherchieren. In den Karaoke ist dann ein CSR-8670 von Qualcomm drin. Und der unterstützt auch nicht so viel Codecs. Ja, Mikrofon ist dabei, Fast Charging unterstützt. 10 Minuten aufladen bringt 5 Stunden Spielzeit. Das wird natürlich bei mittlerer Lautstärke sein, nicht bei allerhöchster. Schön. Damit haben wir erstmal so das Ganze so ein bisschen umrissen. Und kommen jetzt mal zur Optik. Wie gesagt, das ist wirklich mal was Außergewöhnliches. Inwiefern man damit halt auf die Straße geht, das muss dann jeder von sich selbst entscheiden. Ich stehe ehrlich gesagt eher so auf leichte, dezente Kopfhörer. Die sind aber nicht dezent und auch nicht leicht. Aber kommen wir erstmal zum Lieferumfang. Da gibt es nämlich hier wieder so ein Case, ein Hardcase dabei, Hardschale. Und das ist auch ganz interessant. Die heißen ja eigentlich auch Explorer. Aber unterstützen zum Beispiel kein ANC. Jedenfalls habe ich die Funktion nicht gefunden, obwohl die ja schon ein eingebautes Mikrofon haben. Aber deshalb gehe ich davon aus, dass sie eigentlich eher für at home gedacht sind. Und das wird ja einem doch durch das Design unterstützt. Also gerade wenn ich so Leute auf der Straße sehe, die haben meistens so ganz kleine Kopfhörerchen. Also jetzt nicht in-ear. Wir reden jetzt von Over-Ear-Kopfhörern oder On-Ear-Kopfhörern. Und nur wenige haben wirklich richtige Brummer auf, weil ich denke mal, die meisten wollen halt unterwegs einfach mal dezente Kopfhörer haben, wenn sie schon On- oder Over-Ear-Kopfhörer tragen. Und deshalb glaube ich, sind die doch eher für zu Hause. Richtig fett gepolstert hier oben, ist auch sehr breit die Auflage auf dem Kopf. Das ist auch besser so, damit die Ohren halt quatschen, mit der Kopf halt auch nicht wehtut. Das sind ja bei Over-Ear-Kopfhörern, tun ja entweder die Ohren irgendwann weh oder es halt oben auf dem Kopf, je nachdem, wie viele Haare man noch übrig hat. Und stark gepolsterte Ohrmuscheln hier. Sind natürlich wieder an der Größe variabel, ist ja klar. Hier ist sogar so eine kleine Anzahl, kann man sich das merken. Es dominiert ja aber immer noch Plastik. Das hier wird so PU-Leder sein, ist ja klar. Echtes Leder werden wir in dem Preisbereich nicht vorfinden. Aber auch die Ohrmuscheln hier, das ist alles aus Plastik. Aber ihr seht, das hat ja so ein bisschen Struktur, wirkt dadurch auch wertiger. Und diese Dinger hier, seht ihr euch das mal an. Also wie gesagt, vom Design her, das hat keine Funktion. Ich habe jedenfalls keine Funktion dafür gefunden. Ich denke mal, das ist echt einfach nur, damit es ein bisschen crazy aussieht. Ja, erinnert irgendwie an den Chemiebaukasten, die Dinger hier. Und ich brauche nicht so erwähnen, dass die natürlich leuchten, wenn wir sie anschalten. Und ja, die Bedienelemente, wir haben Touch-Steuerung auf beiden Seiten. Es ist auch so ein bisschen markiert. Was heißt markiert?
es ist fühlbar, was natürlich gut ist, wenn man die aufhat. Man sieht ja seinen eigenen Kopf nicht. Hier, also hier mittig und hier mittig. Können wir Anrufe annehmen, wir können sie ablehnen, wir können natürlich Play und Stop bzw. Pause für die Musik. Laut, leise und Track wechseln, da haben wir hier auf der rechten Seite, ja, das ist dann sozusagen hinten, nach hinten gerichtet, nicht nach vorn, haben wir zwei Tasten, die spürt man auch richtig gut mit den Fingern, plus minus, laut, leise oder Track wechseln. An, ausschalten, das finde ich echt ziemlich gut, das ist hier ein Schiebeschalter. Das heißt, zack an, zack aus, nicht immer gedrückt halten und warten und manchmal reagiert es nicht richtig. Einfach ein Schiebeschalter nach links oder rechts, dann geht es an, aus. Hier ist der USB-C-Anschluss und hier eben Klinke. Und ja, Klinkenkabel. Und mal schauen, ist vermutlich auch dabei. Oder? Doch, ist dabei. Also ein USB-C-Kabel, dann ja hier also unser Klinkenkabel und noch ein Zettelchen, interessiert uns aber nicht. Das habe ich auch bisher noch gar nicht gehabt. Die Dinger heißen die Explorer vielleicht, deshalb. Hier haben wir tatsächlich noch eine Trageband. Das heißt ein Band, seht man, das ist ein sehr schönes Teil. Und da sind hier auch entsprechende Ösen, beziehungsweise hier ein kleiner Karabiner. Und da können wir das hier reinhaken. Und da ist das so eine Art kleine Tragetasche, ein Hardcase allerdings. Kann man ja eigentlich auch für alles andere verwenden, weil es innen drin ja keine Halterung speziell für die Kopfhörer gibt. Hoppla, das ist jetzt halt eine Tasche, wenn ihr so wollt. Könnt ihr auch Kopfhörer reinmachen und mit hinnehmen. Ist auf jeden Fall ein sehr großzügiger Lieferumfang, alles was man halt braucht. So 100% kann ich es nicht wiegen, aber ungefähr. Und Leute, ich stehe auf meiner Waage, 410 Gramm. Super nice. Das muss man auch mal hinkriegen. Ja, 410 Gramm, also wie gesagt, sind jetzt nicht gerade super leicht. Und ihr habt ja auch schon gesehen, ja, die sind ganz schön mächtig. Aber hat auch seine Vorteile. Power on. Ja, mit Sprachausgabe. Und die ist auch super angenehm. Und vielleicht habt ihr jetzt auch schon ein bisschen gehört, den Sound. Ach, hab ich gleich mit meinem Telefon verbunden. Wunderbar. Die sind eigentlich sofort im Pairing-Modus. Da müsst ihr gar nichts groß machen. Einfach nur anschalten und dann tauchen die schon in der Bluetooth-Liste von einem Smartphone auf. Antippen, verbinden und das war's. Das kann man übrigens abschalten, das Licht. Ihr müsst jetzt also nicht draußen mit der ganze Zeit mit einer Lichterstunde rumrennen. Nur wenn ihr wollt. Das ist natürlich beides, also vorne und hinten. Ja, die leuchten dann jeweils. Ja, sicherlich, es ist auf jeden Fall auffällig, also gerade wenn man zum Beispiel eben nachts mit den Dingern hier, sind erstmal sehr groß, sehr auffällig, dann leuchten die auch noch. Seht ihr, es sind noch verschiedene Farben, jetzt war gerade lila, als ich sie ausgemacht habe, wir machen sie mal an, da leuchten sie kurz rot, genau, und jetzt, nachdem sie verbunden haben, dann wieder blau. Wie sehe ich aus? Ich sagte ja, die sind auf jeden Fall auffällig. Nicht schlecht, oder? Ganz schöne Dinger. Also wie gesagt, ich bin gerade drauf gekommen. Zweimal tippen war es, glaube ich. Es war eine Wiederholung. Da hätte ich jetzt fast meinen Friseur nochmal angerufen. Aber dafür haben wir keine Zeit. Jane. Tragkomfort ist wirklich gut. Wie gesagt, die sind groß gepolstert. Die haben auch eine sehr breite Auflagefläche oben auf dem Kopf. Und sind auch Over-Ear-Kopfhörer, nicht On-Ear-Kopfhörer. Die drücken irgendwann auf den Ohren. In-Ear-Kopfhörer drücken ja auch gerne. Und aus meiner Sicht sind Over-Ear-Kopfhörer immer die bequemste Form, sind aber am auffälligsten, sind ja sehr groß und kosten natürlich aufgrund des Materialaufwands auch mehr. Die Qualität der Musikwiedergabe dürfte ja wohl so ziemlich das Spannendste sein und muss ich sagen, richtig gut. Ist natürlich jetzt schwierig, wo man es einkategorisieren muss. Im Moment kosten die einfach mal $100, das sind also unter 100 Euro und mein Brot ist fertig gebacken. Das muss ich gleich aus dem Ofen holen. Aber wir machen das jetzt noch schnell zu Ende. Das ist jetzt schwierig. Messen wir das jetzt in den $200-Bereich, in den $100-Bereich. Wie gesagt, das sind etwas unter 100 Euro, ist auch noch freier Versandkosten. Und nehmen wir unter 100 Euro, was Dinge einfach mal aktuell kosten, ist das ein fantastisches Angebot. Wir haben, ja, ich gehe mal gerne auf die Basswiedergabe ein, weil ich elektronische Musik höre. Apropos, ich hoffe, es irritiert nicht, die ist nämlich gerade noch an. Ja, ich gehe mal gerne auf den Bass ein, weil das ist für die meisten Kopfhörer am schwierigsten. Ich höre nun mal auch gerne elektronische Musik. Und da legt man viel Wert auf einen sauberen Bass, der weder übersteuert noch irgendwie anschlägt oder letztendlich einfach nur hochgenommen wurde. Ja, das ist ja dann, wenn die Kopfhörer das nicht bringen, dann klingt das dann einfach irgendwie mies. Aber das ist bei denen halt nicht. Das ist wie wenn man halt eine große Box hat, die ordentlich Volumen hat, die kann dann auch einen vernünftigen Bass halt wiederbringen, ja, wenn die ein bisschen arbeiten kann. Da hat mir ein ähnliches Gefühl. Ich habe es auch direkt verglichen mit den Kopfhörern, die ich derzeit verwende, meine Over-Ear-Kopfhörer. Und da muss ich sagen, also der Bass ist warm, hat ordentlich Volumen und übersteuert halt überhaupt gar nichts. Es ist sehr, sehr sauber, der kratzt auch nicht. Und maximale Lautstärke ist auch fantastisch, also wird auch richtig laut. Und auch dann wird der Bass nicht unangenehm. Die Höhen klirren dann auch nicht in den Ohren. Gerade mal 40 Wings getestet und muss ich sagen, 40 Wings hat es auch immer noch drauf. Wenn man sich ältere Sachen anschaut, 40 Wings, the Day Breaks gerade mal.
Also auch die Details. Es gibt ja so Musik, die ist manchmal so ein bisschen so Plattenspielerauschen zum Beispiel, dieses Knistern. Und manche bringen das dann halt nicht rüber oder es geht halt unter, weil es halt nicht ausgeglichen ist, das Klangbild. Das ist hier aber der Fall. Also man kann wirklich viele Details raushören. Das ist also, die sind wirklich gut, um sich auf die Couch chillen und dann halt Musik richtig hören. Also manchmal hört man ja Musik, also wie Lofi-Mix zum Beispiel, hört man halt neben der Arbeit so nebenher und so. Und da geht es nicht um die Details oder so. Da muss halt einfach was im Hintergrund spielen. Die einen hören sich Lofi-Mix an, die anderen halt, weiß ich, Wasserplätschern von Brunnen, was mich allerdings eher stört. Das stresst mich. Das macht mich ganz kirre im Kopf. Aber die Kopfhörer, mit denen kann man wirklich eher Musik genießen, der wirklich auf Details Wert legt und wirklich ausgewählte Titel hört und nicht halt irgendwas Radio-Lofi-Mix-mäßig im Hintergrund. Da kann man die gut dafür halt einsetzen. Wirklich ein sehr gutes, klares Klangbild mit leckeren, mit köstlichen Bässen. Wirklich schmackhaft. Dafür fehlt natürlich ein bisschen was, die sind weniger für den mobilen Einsatz gedacht, weil wir haben kein ANC, die dichten aber auch so ganz gut ab. Habt ihr ja schon gemerkt, das sind ganz schöne Dinger. Und die Over-Ear, die können ja besser Umgebungsgeräusche ausblenden als zum Beispiel On-Ear-Kopfhörer oder so. Haben wir eben kein aktives ANC. Und ja, und sie sind halt auch ein ganz schöner Brummer, nicht wahr? Damit könnte man jetzt zum Beispiel nicht mal kurz zur Post joggen, weil die gleich zumacht, man will noch ein Paket loswerden. Da fliegen die einem wahrscheinlich schon vom Schädel. Sind auch für Sport allgemein ungeeignet. Ist der Anpressdruck nicht hoch genug? Die sind mit 400, über 400 Gramm viel zu schwer. Da jetzt auch Sport macht, dann schwitzt man dann, glaube ich, auch drunter. Weil sie einfach so groß und schwer sind. Schön. Haben das durchgegangen. Aber wie gesagt, Musikwiedergabe, muss ich sagen, ist echt lecker. Da macht Musik wieder richtig Spaß. Für diejenigen, die da auch ein bisschen Anspruch haben. Für diejenigen, die sagen, nee, Hauptsache kommt bum bum raus. Oder die halt Musik hören, die nur aus so zwei oder drei Spuren bestehen. Das ist auch egal. Schön. Verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung. Und das soll es dann gewesen sein. Habt dann mal wieder ein paar andere Kopfhörer mal kennengelernt, sagen wir mal so. Wir sehen uns hoffentlich zum nächsten Video wieder. Gebt mir ein Like oder so. Oder schreibt was in die Kommentare. Fürs Ranking. Und ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Montag. Wenn jetzt Montag bei euch ist, die Chance ist mit 1 zu 7. Bis dahin. Ciao.